KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Guten Tag, auch von mir. Hier ist der Erik, hallo. Ja, heute sagt er nichts, sonst erzählt er dann immer noch was, deswegen habe ich jetzt extra mal gewartet. Ja, aber wir müssen auch mal immer wieder Überraschungen hier, wieder Überraschungen. Ja, was haben wir denn heute im Angebot? Ich habe schon vorher gesagt, im Vorgespräch wurde jetzt ein bisschen zungenbrecherisch. Wir hatten in der Sneak Preview den Film The Fall Guy. Im Heimkino haben wir gesehen Argyle und dann hat der Chris noch nachgeholt Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Aus dem Bereich Serien geht es heute um Star Trek Discovery und Crooks. Und dann sind wir dann heute auch schon durch mit der Sendung und sind aber auch ein paar interessante Sachen dabei. The Fall Guy startet ja jetzt erst demnächst und das hatten wir in der Sneak Preview gehabt, den Film. Und ist ja vom Titel her zumindest, verspricht es eine filmische Umsetzung der, war das 80er-Jahre-Serie, Ein Colt für alle Fälle, The Fall Guy hieß das ja damals auch, im Original. Und den durften wir in der Sneak Preview in den Innenstadtkinos sehen. Worum geht's? Ryan Gosling spielt Colt Sivers und ist allerdings nicht wie in der Filmserie ein Kopfgeldjäger, der irgendwelche entflohenen Leute wieder einfängt für Kopfgeld und sich nebenbei an Filmsets ein bisschen verdingt, indem er Stunts macht, sondern er arbeitet eigentlich nur am Filmset und ist dort Stuntman. Und sein großer Crush, seine Liebe, Emily Blunt, sie ist die Stunt-Koordinatorin am Anfang. Und dann. Nein, sie ist Kamerafrau. Kamerafrau? Sie ist Kamerafrau. Vom Stunt-Team. Nee, sie ist Kamerafrau von dem ganzen Ding. Sie ist im Kamerateam auf jeden Fall dabei. Ja? Sie ist nicht die Stunt-Koordinatorin. War sie nicht? Das war ja genau. Aber sie ist im Stunt-Team. Also, da gibt es ja meistens so mehrere Teams bei so einer Filmproduktion. Und sie ist halt in dem Team, die quasi das filmt, die Stunts. So nehme ich genau. Und dann passiert aber ein Unfall. Colt Sivers. Ja, stürzt bei einem gefährlichen Stunt ab und verletzt sich und muss dann erstmal eine Weile ausscheiden aus dem aktiven Stuntdienst. Und in der Zeit, also er zieht sich da auch total zurück und hat keinen Kontakt mehr zu seiner Freundin Emily Blunt, Jodie, heißt Jodie Moreno, nicht wie im Original, wie hieß die, Jodie, die hieß irgendwie anders mit Nachnamen. Muss ich gucken, weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich glaube, irgendwie war es anders. Ich hab's irgendwie. Jedenfalls bricht er den Kontakt zu ihr ab, weil er jetzt irgendwie, ja, er zieht Banks, sich halt, Jodie Banks. Jodie Banks, genau. Was. Und er zieht sich da total zurück, hat keinen Kontakt mehr und sie entwickelt sich mittlerweile aber weiter. Sie wird mittlerweile auch, sie kommt in dem Filmbusiness ein ganzes Stück voran. Sie wird dann sogar Regisseurin und ja, er wird dann eines Tages, als es ihm dann irgendwann wieder besser geht, so irgendwie ein, zwei Jahre später oder so, wird er zu einem Dreh gerufen. Und da hieß es dann, ja, die Regisseurin hat dich angefordert, das ist die Jodie und er reist dann hin und es ist aber dann doch alles ein bisschen anders, denn da gab es auch einen Unfall und er fängt dann an zu ermitteln dort und ja, sei vielleicht noch dazu gesagt, dass sein filmischer Stuntpartner, das heißt der eigentlich der bekannte Schauspieler ist, den er als Stunt-Double dubelt, wird gespielt von Aaron Taylor Johnson, heißt im Film Tim Ryder, richtig schöner amerikanischer Schauspielername und der stellt sich schon von Anfang an als ziemliches Arschloch raus und ja, genau, aber dann, ja, als er dann nach Australien übrigens, Kate, Triggerwarnung, ne, Australien, zu den Dreharbeiten fährt, stellt sich halt doch alles ein bisschen anders raus und dann passieren auch Kriminalfälle, er muss dann auch so ein bisschen ermitteln, aber es hat meines Erachtens außer den Cameo-Auftritten und dass er Stuntman ist und den Namen nicht viel mit der Originalserie zu tun. Ich habe jetzt heute früh auch nochmal auf, weiß nicht, Kabel 1 oder irgendwo oder Nitro, RTL Nitro war es, da liefen ein paar Folgen,
ja, Colt für alle Fälle. Und da habe ich echt gemerkt, also viel mit dem Original hat es nicht zu tun. Kann gut sein, kann nicht so gut sein. Chris, wie fandest du es denn? Ich bin ja ein unglaublicher Colt für alle Fälle Fan gewesen damals. Ich auch, wer Zeit. Nicht? Also das ging ja in der Schule dann immer, ah, hast gestern gesehen, ja. Ja, so das, wie gesagt, es gibt da diese berühmte Sache eben bei mir, vor der Einschulung hieß es auch so, da musste man noch so Gespräche führen, was ich weiß. Und da weiß ich noch, da hieß es damals, ja, was willst du später mal werden? Dann kam bei mir Stuntman, weil ich so unter diesem Einfluss dieser Serie stand. Ich habe das aufgesungen, ich fand das so, so gut. Warst du schon früh und mit realistischen Gedanken gesehen? Ja, irgendwie. und daher war ich so ein bisschen gespannt drauf, was man daraus macht. Also ich hätte erstmal nicht gedacht, dass man sich da wirklich rantraut oder dass man das in die Hand nimmt, aber okay. Und ich muss sagen, quasi vom ersten Moment an hatte der Film mich. Man kommt so gut rein, es ist witzig erzählt, es ist ganz arg stark gemacht von Ryan Gosling und Emily Blunt, die, wie ich finde, sehr, sehr gute Chemie in diesem Film haben. Und es ist einfach so ein richtig schön handgemachter Actionfilm, der sich selber nicht so ernst nimmt, der das Ganze überhaupt, ja, mit wirklich einem absoluten zwinkernden Auge auch betrachtet und im Endeffekt vielleicht keine nagelneue Geschichte erzählt oder irgendwas, aber trotz allem eine Geschichte, die ich in der Umsetzung so ganz cool fand. Und das war so ein riesen Mashup aus Dialogen, die auch in der 80er-Jahres-Serie hätten sein können, sowie eben ja bisschen sehr viel Neuzeit mit reingebracht, sie sein Handy und was ich weiß, aber trotz allem nicht quatschig, sondern immer mit so ein bisschen Stil auch und ich hatte unglaublich viel Spaß. Also es war ein absolut wilder Ritt. Der Film dauerte ein bisschen mehr wie 2 Stunden, kam mir überhaupt nicht so vor, weil ich so dabei war, weil ich so drin war. Und ganz am Ende des Tages kann ich das sagen, also ohne dass man jetzt hier verrät, was passiert und wie es ausgeht, aber ich habe tatsächlich hinten raus noch das ein oder andere Tränchen auch verdrückt. Einfach, weil ich es einen absolut großartigen Film fand, der als Hommage an die Serie Ein Colt für alle Fälle definitiv was hat. So habe ich es nicht ganz empfunden. Ich habe es eher so ein bisschen gesehen als eine Hommage an alle Stuntmen. Denn, das auch. Also der ganze Film, und ich fand auch, der Film hatte seine stärksten Minuten und Szenen dann, als er eigentlich vorbei war. Du wirst wissen, was ich meine. Also da gab es dann diverse Szenen, die nochmal eingeblendet wurden. Kann ich spoilerfrei sagen, gab es so ein bisschen Making-of von den Stunt-Szenen, die dann während der Credits laufen. Das fand ich, waren eigentlich so die stärksten Szenen des Films, weil irgendwie, also die ganze Story war ja, also das war wirklich, also zum einen war es sehr, 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 sehr dünn. Es diente nur dazu, irgendwelche Action-Szenen aneinander zu reihen, die ohne Zweifel wirklich absolut atemberaubend waren und die waren ja alle handgemacht, da war ja so gefühlt kein CGI drin. Deswegen, wenn man es dann so ein bisschen im Nachhinein betrachtet als eine Hommage an alle Stuntmen, an alle unbesungenen Helden von den Filmen, die uns diese spektakulären Szenen, wir kommen ja nachher noch zu 2 Filmen im Heimkino, die das eigentlich auch nochmal wiedergeben, die meistens irgendwelche großen Stars haben. Aber in Wirklichkeit, die eigentlichen Helden sind die dahinter, die sich quasi in Gefahr begeben, damit die Stuntszenen so gut aussehen. Und wenn man es so sieht, also meine Wertung geht auch eher in die Richtung, ja, weil wenn du es als eigenständigen Film siehst, war der mir leider viel zu dünn. Ja, also die Story teilweise hatte solche Längen gehabt und dann dieses Hin und Her mit seiner Freundin da und das, also der rein filmisch gesehen, drehbuchmäßig war der nicht so gut, aber dann, die letzten Szenen haben es dann eigentlich rausgerissen, wo man gesehen hat, dass wirklich alles real war im Film und wie sie es gedreht haben. Und das war dann schon atemberaubend und hat den Film nochmal aufgewertet. Muss ich dir tatsächlich widersprechen. Weil sehr gern. Ich fand, der hatte nicht wirklich diese Längen drin. Der war kurzweilig, der hatte seinen Aufbau, der hatte, wie gesagt, dadurch, dass er sich selber nicht so ernst genommen hat, war das einfach perfekt auch. Und
Einfach, ich habe so einen Spaß gehabt, diesen ganzen Film über. Und relativ wenig Facepalm-Szenen. Also da haben wir heute noch zwei Filme, wo das schon ein bisschen anders ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, deswegen kann ich bei dir nicht ganz mitgehen mit deiner Kritik. Vielleicht fand ich es auch deswegen nicht ganz so spannend, weil ich in dem Moment, wo die Sachen passiert sind, die Kriminalsachen, wusste ich, wer es war. Also es war für mich... Und dann, ich meine, wenn du schon relativ sicher weißt, wer dahinter steckt, dann siehst du alle Zeichen und dann bist du eigentlich nur noch so, ja, okay, jetzt ist nur noch die Frage, wann es enthüllt wird. Oh, es brummt, Kate will was Detective. Sagen. Detective Eric hat wieder zugeschlagen. Ja, ne, also das war wirklich mit der Faust ins Auge. Also das war jetzt nicht sehr subtil. Also das war wirklich, ja, was ich mich dann immer noch, okay, sie haben dann immer noch mal ein bisschen auch Miami Vice mit reingebracht. Das war ja auch so eine bekannte Action-Serie der 80er Jahre. Ja, und wie gut aber auch. Ja. Also komm, oh, das war mein erstes Stunt-Ding. Fand ich auch ganz witzig. Habe ich mich zwar gefragt, was das soll, weil es ist eine Colt Sievers-Serie und die hatten eigentlich, gab es kein Crossover und die hatten gar nichts miteinander zu tun. Aber es geht halt wirklich um die Stuntmen, die hinter den ganzen Sachen stecken. Und wenn man das in der Richtung sieht und vielleicht ins Kino reingeht und sagt, ich schaue mir jetzt mal so eine Stunt-Orgie an, Stunt-Porn, ja, wo wirklich ein Stunt nach dem anderen kommt, der richtig noch mit realen Leuten gemacht ist und selbst ein absolut atemberaubender Stunt, den ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, am Ende des Films, wo man dann sieht, wie sie den vorbereitet haben in den Credits und dass das auch echt war, das ist schon ein ganz schöner Hammer. Ja, aber also den Überschlag zu Miami Vice könnte ich schon verstehen, weil das war ja die andere große Action-Serie. Also in den 80er Jahren, deswegen. Gab es noch mehr? Triumph? Ja, das gab, ja, natürlich. Ja. Nur mit solchen Stunts und so. Also, Ja, aber es gab ja einen eigenen Miami Vice-Film. Gab es ja auch. Ja. Ja. Naja, nee, auf jeden Fall war es ein sehr unterhaltsamer Film für die Sneak, absolut top. Ja, aber hat für mich jetzt nicht so ein nochmal Schaupotenzial. Da war mir zu wenig auch so Fanservice drin für die Fans der Serie, außer jetzt vereinzelt, wirklich sehr vereinzelt. Ja, okay, das Auto war drin und so. Das ich wollte gerade sagen, Feierei, das Auto war drin, ja, was willst du noch mehr? Aber ansonsten, es hat mir einfach zu viel gefehlt von so ein bisschen Fanservice, wo man sagt, okay, ich gucke es mir deswegen nochmal an, wie schön das war und entdecke mal Sachen. Wir hatten ja gerade erst die Fallout-Serie zum Beispiel, die ja wirklich sich sehr gut ans Original gehalten hat und wo wirklich sehr, sehr viel Fanservice drin war, wo einem das Herz aufgegangen ist. Hatte ich hier nicht, hatte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht spricht auch bei mir ein bisschen die Enttäuschung hier raus. Da kann ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gebraucht, weil das ist dann teilweise über 30 Jahre her, dass das lief und Fallout ist halt da irgendwie auch noch präsenter. Also Fallout ist noch keine 30 Jahre alt. Deswegen fand ich das schon, fand ich das da eigentlich ganz dezent gemacht, weil wenn du überlegst, wenn das Leute in unserem Alter damals an Colt für alle Fälle geguckt haben, dann sind die jetzt, 70 rum? Also deswegen, ja, oder sogar noch älter. Deswegen ja, find ich es schon okay, dass man es nicht unbedingt gemacht hat. Naja, also ich gebe bei uns hier 7,5. Ich habe es noch mal ein kleines bisschen hoch. Bei unserer Gruppe habe ich aber 7 Punkte gegeben. Bin damit an der unteren Kante, muss ich dazu sagen. Also wahrscheinlich habe ich da ein du bisschen... Du bist die untere Kante, so wie es aussieht. Nein, da ist noch jemand. inzwischen ist noch jemand, okay. Ne, ich bin der andere, genau. Ich habe jetzt gerade erst mein Boot gesetzt. Die anderen liegen alle weiter vorn. Das heißt, orientiert euch nicht zu sehr an meiner Meinung, sondern eher am Chris seiner. Was gibst du? Ich gebe 9 von 10 Punkten, weil ich unglaublich viel Spaß hatte. Das haben wir sogar ein paar 10 Punkte gegeben. Also wenn ich es für die Sneak betrachte, müsste ich es wahrscheinlich auch nochmal. Vielleicht, ich gebe mal 8, genau. Ich gebe mal 8. Ich werte die 7,5 in der Gruppe auf. Ja, vielleicht wäre interessant zu hören, wie das jemand sieht, der die Serie damals überhaupt nicht gesehen hat. Der oder die das als eigenständigen Film sieht. Und ich glaube, da kann der ganz gut funktionieren. War echt witzig und die Chemie zwischen Emily Blunt und Ryan Gosling funktioniert ganz gut. Nun ja, also Top Sneak auf jeden Fall. Was erwartet uns da eventuell morgen? Also Tipp lautet eiskalt erwischt.
Und es gibt zwei Tipps. Einmal tippst du, Erik, Nightwatch, Demons Are Forever. Klingt echt super. Und der Martin tippt auf What Happens Later. Das ist ein Film mit Meg Ryan und David Duchovny. Mhm. Ja, Nightwatch. Oh. Kennt ihr den alten Nightwatch-Film? Mhm. Die Nachtwache. Das sagt mir gerade nichts. Ne? Gab es da nochmal ein Remake, glaube ich, mit Ewan McGregor oder so, ein US-Remake, auch die Nachtwache. Da geht es halt darum, dass einer, so ein Student, macht da Nachtwache in einer Leichenhalle und dann passieren halt ein paar ungewöhnliche Sachen. War, glaube ich, die erste große Rolle von Nikolai Coster-Waldau, der mittlerweile eine ganz schöne Karriere hingelegt hat, inklusive Game of Thrones hier. Und da haben sie jetzt nochmal quasi eine Fortsetzung gedreht, auch wieder mit Nikolai Coster-Waldau, auch wieder so ein skandinavischer Horrorfilm, die ja immer eine ganz, ganz fiese Tonalität haben. Mal gucken. Würde natürlich passen, weil die Leichen ja auf Eis liegen, hätte ich gedacht. Mal schauen. What Happens Later, weiß ich jetzt nicht, was da, worum es da geht. Aber David Duchovny und Meg Ryan, das klingt nett. Meg Ryan hat man auch ewig nicht gesehen. Die hatte doch mal diesen komischen Film, wo so ein bisschen einen Imagewechsel machen wollte. Wie hieß der? In the Cut war das, glaube ich, ne? Den hatten wir in der Sneak Preview. Oder war das mit Meg Ryan? Oder war das eine von diesen anderen? Jetzt habe ich gerade In the Cut gesucht, finde ich es gar nicht. Ich habe gerade nach Meg Ryan gesucht und war ein bisschen erschrocken. Hieß der nicht In the Cut, der Film? Der hieß doch irgendwie. Doch hier, Meg Ryan, 2003, ja. Ja, aber also Meg Ryan ist ja auch wirklich, also, puh. Das, hat die danach noch irgendwas gemacht? Die wollte auch nicht altern, ne? Ja. Doch, die hat tatsächlich noch sehr, sehr viel gemacht. Viele Serien auch, einen Fernsehfilm. Ja, aber war In the Cut echt der letzte Kinofilm? Besetzung? Mal gucken. Nee, Die Promoterin gab es noch, 2004. In the Cut, ja, 5,4 Punkte von 10. Da war nämlich gar nicht gut, ey. Wolltest du so ein bisschen auf verrucht machen hier mit Sexszenen und so? Naja, mal schauen. Ich lese mich nachher mal rein in die Story. Ich habe ja dann sogar meinen Last-Minute-Tipp, der ja quasi letzte Woche entstanden ist, als wir die Kinovorschau gemacht haben. Der hat ja dann sogar gezündet letzte Woche. Das war ja dann sogar der richtige. Ja, jetzt schauen wir mal, was Neues anläuft im Kino und was da in den Charts ist. Vielleicht ist da noch irgendwas dabei, was eventuell auf den Tipp passen könnte. Kinocharts und Neustarts. Und ich bekomme mittlerweile auch die Sachen von der Maggie. War nie anders. Aber was ist hier die letzte, die ich habe? 15.04. Ist das auch die letzte, die du hast? Nee, ich habe eine vom 22.04. Ja, die andere habe ich dir weitergeleitet. So, warte mal, doch. Ich mach dir hier, ich hab's. So, also Platz. Ach nee, guck an. Warte mal, jetzt muss man kurz gucken. Da sind bestimmt wieder Doppelungen drin, oder? Nee. Es hat ja auch was dazu geschrieben. Komm, wir nehmen einfach mal alles. Also 8 ist hier Dune Part 2. Genau, Platz 7 ist Love Lies Bleeding, Original mit Untertitel Deutsch. Das ist Fantasy Film Night, steht hier Filmfest Nights. Ja. Ne? Genau, dann diese Met Opera Sondervorführung. La Rondine, auch original mit Untertiteln. Dann nehme ich mal Platz 5. Genau, Platz 5 auch aus der Fantasy Filmfest Nights. Late Night with the Devil im OV2D. Ich meine, diese Fantasy Filmfest Sachen, die können natürlich auch in der Sneak kommen, wenn da irgendwas mit eiskalt erwischt. Da müsste man auch mal gucken, worum es da geht. Hier Love Lies Bleeding und Late Night with the Devil. Weil das heißt ja zumindest, dass der Film verfügbar ist in den Innenstadtkinos. Das können sie natürlich auch mal in die Sneak reindrücken, sowas. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal. Platz 4, Kung Fu Panda 4, passt der. Platz 3, Chantal im Märchenland. Platz 2, immer noch Top-Empfehlung von mir und von dir auch, glaube ich, Civil War. Ja, sehr guter Film. Und Platz 1 ist, ich glaube, letzte Woche auch schon, Back in Black. Back to Black. Back in Black. Ja, Entschuldigung, ich war bei AC/DC. Back to Black. So, der Amy Winehouse-Film, ja, klingt auch. Ich wollte gerade sagen, nee, Teil 1, nicht Teil 2. Das wäre auch viel besser gerade was geworden. Ach so, du hast gedacht, 2. Okay. Ja, ja.
So, was startet denn Neues? Wir werfen erstmal einen Blick bei Kino.de. Die haben immer so eine schöne kurze Zusammenfassung. Es startet jetzt neu, haben auch sehr viele Einladungen für Pressevorführungen gekriegt und auch schon so Meldungen, dass das eine Top-Premiere in London gefeiert hatte. Planet der Affen, New Kingdom, der vierte Film der Planet der Affen-Reboot-Reihe, der sich auf Caesars inzwischen erwachsenen Sohn Cornelius konzentriert. Ah ja, der ist auch okay, wie sie alle älter werden. Dann habe ich Was von der Liebe bleibt, ein Drama, wozu ich noch nichts sagen kann. Serkan Kaya, Zeynep Saleh, Amira Demirkiran. Das scheint ein türkischer Film zu sein. Obwohl Produktionsland Deutschland. Hm. Ja, kann ja auch sein, dass hier. Warte mal, das andere. Hä? Startet er echt nur so? Warte mal, lass mal gucken hier. Was haben wir denn? Der wievielte. Nee, das ist ja dann schon Mai. Mal in Mai reinspringen hier. So, Planet der Affen. Der Junge, dem die Welt gehört, startet noch. Ja. Ein Schwarz-Weiß-Film von Robert Quistek. Basilio lebt gemeinsam mit seinem Mentor Casimir in einer alten Villa auf Sizilien. Casimir soll ihm den Weg zu wahrer Poesie ebnen, die er dann in Musik verwandeln will. Als er eines Tages auf Carla trifft, scheint es so, als wären sie auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Zusammen machen sie eine erstaunliche Entdeckung. So, das passt ja da unten. Okay. Die Entdeckung. Nee, ich glaube sonst. Dann läuft noch aus der Reihe Best of Cinema The Doors. Dann ein begrenzter Start ist das Digimon Adventure 02 The Beginning. Was haben wir noch? Ja, dann läuft noch in dieser Reihe, wo sie die Opern immer übertragen, Macbeth mit Ralph Fiennes. Und das war's, glaube ich, dann. Was ist das? Holy Island läuft noch an. Rosa und David sind zwei verlorene Seelen. Die beiden versuchen, in einer trostlosen Stadt im Fegefeuer zu entkommen. Sie müssen dafür ein seltenes Ticket finden und ihre eigenen persönlichen Probleme überwinden. Oh Gott. Ja, warum startet eigentlich so wenig jetzt? Traut sich keiner, was gegen Planet der Affen entgegenzusetzen wahrscheinlich. Ja, wäre ein bisschen traurig, oder? Ja gut, laufen ja noch einige gute Filme. Da kann man ja nochmal in Civil War oder so, wenn man den noch nicht gesehen hat, reingehen. Oder Back to Black. Ne? Okay. Dann, ja, Stuttgarter Kino News. Es läuft das Fantasy Filmfest, glaube ich, immer noch, kann man mal sagen. Internationales Trickfilmfestival. Läuft jetzt gerade, nachdem das Fantasy Filmfest vorbei ist. Also, wenn ihr Animationsfilm-Fans seid, werft auf jeden Fall mal einen Blick. Ist auch auf dem Schlossplatz ein bisschen was aufgebaut. Jetzt, wo das Wetter schöner wird, kann man da schön den Abend verbringen und Filme schauen. Schaut da einfach mal auf die ITFS-Seite. Wir sind dieses Jahr mal kein Partner, wir waren ja die letzten Jahre Partner und haben da auch diverse Filme rezensiert, ging aber dieses Jahr rein zeitlich bei mir nicht und deswegen. Okay, Heimkino, kommen wir doch mal ins Heimkino, hatte ich da nicht mal einen Trenner? Ah ja. Heimkino. Da ist er. Argyle, Argyle. Argyle. Wer möchte denn Argyle? Argyle ist ein relativ neuer Film, der irgendwie bei uns in den Kinos total untergegangen ist und jetzt im Heimkino verfügbar ist. In den Hauptrollen haben wir Henry Cavill und Bryce Dallas Howard. Und Bryce Dallas Howard spielt Ellie. Ellie ist eine Autorin von Spionageromanen und sie hat gerade ihr viertes Buch beendet, das vierte Buch beendet und soll sich auch schon wieder an das fünfte machen. Das vierte ist veröffentlicht, das fünfte hat sie gerade zu Ende geschrieben und hat es ihrer Mama geschickt, dass sie mal drüber liest und die hat dann noch so ein paar Sachen, die sie mit ihr gerne besprechen möchte und meint, dass man noch ein Kapitel dranhängen muss. Man kann die Leser dann nicht so hängen lassen. Und eigentlich findet sie aber selber, dass das Buch so in Ordnung ist mit einem Cliffhanger. Aber sie lässt sich dann breitschlagen, um mit ihrer Mutter mal drüber zu reden und setzt sich in Zug, um zu denen nach Hause zu fahren, um das mal mit ihr zu besprechen. Allerdings wird das eine Zugfahrt, die sie so nicht mehr vergessen wird, denn jemand setzt sich zu ihr an diesen Vierersitz und stellt sich ihr als Agent vor, als Spionageagent, der sie beschützen muss. Denn irgendwie, aus irgendwelchen Gründen,
Wird das, was in Ihrem aktuell noch nicht veröffentlichten Roman Nummer 5 passiert, Wahrheit? Also alles, was Sie da so schreibt, passiert tatsächlich in einer Organisation aktuell. Und jetzt geht es halt darum, dass Sie vielleicht doch noch weiter schreiben sollte, um eben dem Agenten zu helfen, dieses Gimmick, was also diesen kleinen USB-Stick mit irgendwelchen wichtigen Informationen richtig an die richtigen Leute zu übergeben, was aber noch nicht geschrieben ist. Also soll sich quasi sich das ausdenken, wie es weitergehen könnte, weil bisher ist ja alles wahr geworden. Und so geht sie dann mit ihm mit nach einer massiven Verfolgungsjagd durch den Zug und sie versucht dann ihm zu helfen, rauszufinden, wie es weitergehen könnte. Allerdings ist sie halt eigentlich so ein schüchternes kleines Ding mit ihren Strickjacken und Katze. Sie will eigentlich gar nicht. Nicht zu vergessen, und die hat Katze im Rucksack. Die Katze, ja, ihre Katze ist immer dabei in ihrem Rucksack. Die sieht man auch schon auf dem Filmplakat. Elfie heißt er, glaube ich, oder Effi, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall muss der auch immer dabei sein, ganz klar. Und man hatte immer schon so das ganze Zeit das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und ihre Hauptrolle in den Büchern ist eben, wird eben gespielt von Henry Cavill ist Agent Argyle. Und sie hat dann auch manchmal so ein bisschen so Zwischengespräche mit ihm, weil so die jetzt plötzlich so eine Spionage erlebt und das eigentlich immer, das ist, was Argyle passiert in ihren Büchern. Und ja, also worauf es hinausläuft, sagt man natürlich nicht. Aber es ist ein sehr aufregender, teilweise lustiger Action-Komödienfilm, würde ich ihn benennen, mit weiteren sehr, sehr tollen Rollen, wie zum Beispiel Bryan Cranston und Sam Rockwell, der dann den Agenten spielt. Dann, ich glaube, die Mutter kennt man auch irgendwo her. Mal gucken, ich sehe, welche Schauspielerin das ist. Nenn doch mal die Bekannteren noch, John Cena und Dua Lipa. John Cena ist noch dabei, genau, und wo ist denn hier unser netter Kollege? Wieso wird mir das hier so schlecht angezeigt? Meine Güte. Wie heißt denn der gute Mann auf dem Weingut? Samuel L. Jackson. Ja, genau, Samuel L. Jackson ist auch mit dabei in einer kleinen Nebenrolle. Und man darf nicht so viel über den Film Gefühl, weil der Twist dann doch relativ wichtig ist und es auch immer so ist, wer ist jetzt der Gute, wer sind die Bösen, ist alles so richtig, wie sie das eigentlich erlebt und was steckt dahinter und kann sie den Agenten tatsächlich helfen und es ist sehr amüsant. Ich muss da persönlich dazu sagen, ich fand den Film, der hat richtig gut gestartet, mir hat der echt Spaß gemacht. Allerdings hat er dann in der letzten, sagen wir mal so, halben Stunde, 40 Minuten einen Twist genommen, den ich nur noch albern fand und der dann leider ein bisschen die Wertung für den Film ein bisschen runtergenommen hat bei mir. Und ich glaub, das ging mir genauso. Ging es euch genauso, okay. Ja, euch nicht, ich, oder redest du vom, königlichen doch. Euch? Ja, also. Nein, ich weiß, dass es ein Chris ging auch so euch ging, genau weil wir schon so, mein Prinz. Nee, ich hatte mit Chris schon natürlich drüber gesprochen, ja, nachdem ich ihn gesehen habe. Deswegen wusste ich, dass es ihm auch so ging. Und dann jetzt hast du es gesagt, deswegen euch. Mir war das, ein oder zwei Twists einfach zu viel. Es war, wenn das Keep It Simple, ja, wenn das wirklich... Ja. Also ein oder zwei waren ja ganz okay, wo du gedacht hast, okay, jetzt nimmt das eine neue Richtung. Ah, okay, das war doch nicht ganz so. Ja, aber dann nochmal und nochmal und ach, und der ist jetzt auch böse und der ist jetzt wieder gut oder die und das und der. Ach, und übrigens, die war die ganze Zeit gut, war dann kurzzeitig böse und wieder, ah nee, ey, das war echt zu viel. Mir ging es gar nicht um die vielen Twists, mir ging es teilweise um Action-Szenen, die einfach albern waren. Mir ging wo um ich die gedacht habe, als ob das jetzt so klappen würde und halt, ach komm, ja so ein Blödsinn, das ist doch jetzt extra nur gemacht, damit man nochmal eine lustige Szene hat und so. Der Grundtwist, den fand ich cool, wo es quasi im Endeffekt hauptsächlich drauf hinausläuft, aber es war mir dann doch eins zu viel, auch einer zu viel dann zum Schluss. Wir dürfen da leider ja
eigentlich relativ wenig sagen, weil der erste Twist, der kommt ja schon relativ früh. Trotzdem. Den will man ja auch nicht verraten. Nee. Für die Leute, deswegen leider kann man jetzt nicht zu tief einsteigen in den Film. Mhm. Das ist ein bisschen schade, weil sonst hätte man auch mal ein bisschen mehr kritisieren können, was da die Twists angeht. Und ich fand natürlich großartig, also Sam Rockwell, ich liebe ja den Kerl, also der kann ja, der hat ja so eine gute Rollenauswahl auch. Hier in The Sneak hat man den ja bei der Fall Richard Jewell und sowas und ja, bei Moon, ach, der kann eigentlich spielen, was er will. Damals die erste Rolle, die ich letztens erst besprochen habe, hier bei Green Mile, die erste große Rolle, sag ich mal, wo er die große Aufmerksamkeit bekommen hat, der ist einfach, das ist ein genialer Schauspieler und hier spielt er halt diesen Typen, der sich da ihr in den Zug nähert und so richtig so, das, ey, das habe ich so gefeiert, das war so toll. Und aber das war es dann leider auch schon irgendwie. Ja, der flacht also dann hinten raus immer mehr ab. Als, ganz brutal. Als wären ihnen dann irgendwie so ein bisschen die Ideen ausgegangen und haben sie gesagt, okay, lass uns mal noch einen Twist und lass mal das so, damit die Leute noch oh, denken, wow, und ja, dies und das. Ging mir tatsächlich auch ganz, ganz extrem ähnlich. Ich fand, die erste Stunde fand ich ganz cool, war ein ganz arg solider Actionfilm, auch wieder mit ein bisschen Augenzwinkern, auch relativ witzig gemacht manchmal oder oft. Gute Szenen und dann driftet der Film so katastrophal ab, fand ich. Wo einfach nur so, was ist denn jetzt bitte los und was und hä? Und hat sich dann teilweise für mich überhaupt nicht mehr so ganz erschlossen, was das denn jetzt soll und das, ach, keine Ahnung, da hat er mich echt verloren gehabt und ich fand das echt schade, weil das war, hättest du statt der letzten Stunde einfach eine halbe Stunde ein vernünftiges Ende gemacht, wäre der Film eigentlich ganz cool. So ist es. Ja, puh, ja, okay. Also hat mich echt, fand ich einfach schade, fand ich ganz, ganz furchtbar schade. Das wirkte manchmal so ein bisschen, wird wahrscheinlich auch zutreffen. Es gab ja während der Corona-Pandemie, gab es sehr, sehr viele Filme, die dann so direkt im Streaming gelandet sind, wo du gemerkt hast, okay, das wurde nicht vor Publikum getestet, weil eben Corona war, ne, sondern einfach, was weiß ich, wenn ich da denke, The 355 oder irgend sowas, ja, oder diese ganzen hingeschluderten Netflix-Actions-Dinger da, weißt du, was ich meine? Wo so ein bisschen gekrankt hat, auch an der Story, die zwar übel lang waren, der war ja auch über 2 Stunden, wo ich gedacht habe, ey, komm, Leute, kürzt es ein bisschen ein, lasst ein oder zwei von diesen Wendungen weg und von ganz viel Quatsch einfach weg, weil da ist zwar immer was passiert in dem Film, aber es hat einen dann hinten raus immer nur noch ermüdet, fand ich. Oder mich jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen. Ja. Kleiner Funfact, die Katze gehört Matthew Vaughn, Matthew Vaughns Frau, die ja Claudia Schiffer ist. Also die Katze gehört ihr. Von dem Regisseur. Regisseurs Frau, Claudia Schiffer. Ich habe es ein bisschen verwirrend erzählt. Okay. Also ich habe es verstanden. Ja. Ansonsten, also die wollen wohl auch da so ein kleines Agentenuniversum aufbauen mit diesem Film. Sollte der Anfang sein. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr, denn sie hat ja dann auch noch mehr Sachen geschrieben und das wirkt auch so ein bisschen so wie so ein Film, der so ein bisschen den Weg bereiten soll für mehr Abenteuer. Ich weiß nicht, also also ins Kino würde ich da wahrscheinlich, wenn da jetzt ein weiterer Teil kommt, erstmal nicht gehen. Würde ich erstmal zu Hause angucken und wenn der dann gut ist, dann vielleicht dem übernächsten Film dann ins Kino gehen, aber ja, sonst ja. War ein bisschen. Ich würde tatsächlich warten, ob der zweite Teil, wenn es einen zweiten Teil gibt, wovon man eigentlich fast schon ausgehen muss. Meinst du? Bei dem Ende dann schon. Wenn der also vom Ende ins Kino her gekommen ist und dann sofort im Streaming gelandet ist, spricht er nicht gerade für einen großen Erfolg. Deswegen würde ich warten, bis er auch bei Apple TV läuft. Kann man hier Einspielergebnisse? Ach nee, das geht jetzt nicht mehr bei IMDb. Da braucht man hier so einen speziellen Account, damit man da was sieht. Warte mal, ich guck mal hier. Erzählt mal weiter. Was soll ich weiter erzählen? Irgendwas, um die Zeit zu überbrücken, bis es hier das Box-Office. So. Ja, der hat 96,2 Millionen US-Dollar eingespielt, was für die Produktion, also der war bestimmt teurer, denke ich mal, mit den ganzen Action-Szenen. Ach, hier steht Fall, sogar bei, ich habe sogar in den News gefunden, Agentenfilm Argyle wird erster großer Flop 2024. Bei einem Budget von 200 Millionen Dollar mit Stars wie Dua Lipa, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, John Cena und Samuel L. Jackson
Genau, holte er am ersten Wochenende nur knapp 18 Millionen Dollar am Boxoffice. Ja, und insgesamt jetzt gerade mal 98 Millionen, also hat quasi seinen Einsatz halbiert. Ich glaube nicht, dass da noch ein zweiter Film kommt. Es sei denn, Apple will wirklich noch ein bisschen, oder hat ein gutes Gefühl bei dem zweiten Film, dass der dann ein Erfolg wird. Das sehen sie auch in den Streaming-Zahlen, ob sich da eventuell was tut. Wenn da jetzt viele Leute also, den Streaming geschaut haben, ist vielleicht die Chance groß, dass der nächste Teil im Kino kommt. Wenn es einen zweiten geben sollte, dann warte ich gerne, bis der auch im Heimkino verfügbar ist. Also lockt mich nicht ins Kino. In Deutschland war der relativ erfolgreich, sehe ich hier. Also der hat an seinem Einspielwochenende 1,2 Millionen gemacht, was schon ordentlich ist für deutsches Kino. Und insgesamt sogar 4 Millionen hat er eingespielt. Und liegt damit nur ganz kurz hinter Frankreich, die ja doch ein paar mehr Einwohner haben und wo die Kinokultur etwas weiter verbreitet ist. Da geht man ja viel häufiger ins Kino. Das ist schon überraschend. In USA 45 Millionen eingespielt. Total. Naja, werden wir sehen, ob da was kommt. Wie sieht es denn mit euren Wertungen aus? 7 von 10. Ich gebe 6 von 10. Ja, ich gebe auch 6 von 10, ja. Also er hat mich dann doch ein bisschen... Dann mach bei mir auch 6, das passt für mich auch. Ich wollte nett sein. Ja, nee, ich habe gedacht, also wenn ich Fall Guy 7 gebe, also Argyle fand ich deutlich drunter. Ja, Argyle fand ich auch deutlich schlechter. Achso, hast du schon geändert. Ja, habe ich schon, natürlich. Hallo? Hallo? Ich kann das bedienen. Hallo? So, jetzt bin ich auch gespannt. 3 Einnahme beim Skatspielen, Mission Impossible, was du gesagt. Oh. Um mal den alten Witz wieder zu bringen. Das ist unglaublich, ey. Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 gibt's bei Paramount Plus und klar bei Sky inzwischen auch und sowas. Überall und gibt's das, überall. Ja, überall, alles überall. Klar. Und da der Erik ja gemeint hat, der ist ja so gut, der ist ja so krass. Ich bin ja extra ins Kino, ja. Der ist ja übergut. Oscar nominiert, ja, das war nicht nur meine Meinung, ja. Ja, genau, genau. Habe ich gedacht, ja gut, dann gibst du dem Ganze vielleicht doch nochmal ein Blick und wir haben den ja hier schon mal, oder vielmehr der Erik hat ihn ja schon mal vorgestellt, deswegen muss ich glaube ich nicht nochmal ganz groß drauf eingehen. Also Ethan Hunt, Tom Cruise ist zurück, muss eine ganz neue Sache bekämpfen, die, oh Gott, ich habe schon vergessen, wie es heißt. Eine AI. Ja, aber wie heißt die? Eine Entität. Ja, die Entität, genau, so hieß es. So passt du auf. Leute, merkt euch das hier, wenn es jetzt ins Detail geht, ja. Also. Die Entität, genau, und dazu gibt es diesen Schlüssel. Das MacGuffin. Diesen zweiteiligen Schlüssel und quasi gesucht und gejagt. Und da gibt es dann eine Versteigerung dafür und wer ihn nicht alles haben möchte. Und dann tritt Hayley Atwell auf als Taschendiebin, die sich damit einmischt, weil sie irgendeinen Auftrag hat. Alte Gesichter aus der Serie von Mission Impossible sehen wir mit Rebecca Ferguson, mit Simon Pegg, mit Ving Rhames und sowas. Und natürlich ist auch Gabriel dabei, der böse Widersacher, gespielt von Isai Morales. Pom Clemente ist auch dabei, die kennen wir ja eigentlich aus den Marvel-Sachen. Es war schon so ein bisschen Treffen der Marvel-Schauspieler so ein bisschen, also fand ich jetzt dann nachher raus, aber völlig egal. Also die Entity, Entschuldigung, ich krieg's schon nicht mehr zusammen. Ein Film gespickt von, ja, dünner Story und viel Action. Hä? Also, der hat ja wohl im Vergleich dazu das Gesamtwerk von irgendwas im Vergleich zu Colt Sievers hier. Also, ja, also. Das nennst du dünne Story und du hast Der Film dauert 2 Stunden 43 Minuten und es gibt in dem ganzen Film, glaube ich, 4 Verfolgungsjagden, die jeweils eine Dreiviertelstunde gehen. So. Der Rest ist dann bisschen Dialog, bisschen Story, bisschen Liebesgeschichte und ganz viel. Schaut mal, wie Tom Cruise aussieht, der dann doch, man sieht es doch, dass er alt geworden ist. Eine Frage, hast du gelacht, als er sein Agentenauto aktiviert hat? Nicht verraten. Ja, ja. Nicht nee, weil ich habe das gesehen und habe gesagt, ja klar, das kann nicht, das muss das andere okay sein. Da habe ich tatsächlich nicht gelacht und mir war aber auch klar, dass das ziemlich ausgestattet ist, weil das fand ich so ein bisschen eine Hommage an James Bond in dem Fall. Ich fand das so lustig und im Kino, das haben alle so gefeiert damals. Ja, okay, hat mich nicht so überrascht. Ich fand
den Sprechanteil von Paris von Pom Clemente fand ich unglaublich krass. Also die hat ja, wow, was die Sätze hatte, war ja nimmer zu feiern. Also das war ja, puh. Also vielleicht zur Erklärung, die sagt eigentlich den ganzen Film über gar nichts. Die haut nur auf Nüsse. Es ist ein sehr, sehr solider Actionfilm. Falls man wirklich mit der Serie oder mit dieser Reihe was anfangen kann. Also mich hat es ja irgendwo nach dem zweiten Film oder sowas, glaube ich, verloren. Ja, der dritte war scheiße. Nee, der zweite war noch gut. Der dritte war scheiße, den hat ja Tom Cruise mitproduziert und hat sich da so ein paar weirde. Und das war der mit John Woo. Und da gab es diese komischen Liebesszenen, der war furchtbar. Aber dann, spätestens mit, nicht nur wegen dem Titel, wegen Fallout und Phantom Protocol, die waren wieder richtig gut, ey. Die waren wirklich gut. Oder halt auch eher mittelmäßig. Und deswegen, ja, es ist ein ganz kurzweiliger Spaß im Endeffekt. Also klar, fast 3 Stunden Actionfilm. Wie gesagt, es ist halt hauptsächlich Verfolgungsjagd. Ich glaube, einmal Kate ist reingekommen, ist dann mit dem Hund spazieren gegangen und kam zurück und die waren immer noch bei der Verfolgungsjagd. Das war auch sehr spannend. Deswegen ist halt, ja, man kann sich das schon anschauen, wenn man die Zeit hat. Ansonsten kann man es auch locker auf Etappen schauen, jetzt mit den ganzen Online-Sachen. Es war okay, sagen wir so, es war okay. Ich habe ihn tatsächlich aber auch besser in Erinnerung als Argyle. Ich gebe ihm nämlich 7 Punkte von 10, um das hier noch ein bisschen zu retten. Aber ich hatte tatsächlich bei Mission Impossible ähnlich viele Facepalm-Szenen wie bei Argyle, weil du den Film teilweise einfach schon viel früher hättest beenden können. Ich hatte so harte, warum fliegt hier Gandalf nicht mit seinem Riesenadler über den Berg und wirft den Ring einfach rein, Vibes in dem Film teilweise. Aber sei es drum. Es, wie gesagt, ist solides Kopfabschalten, Action-Kino. Wobei ich halt wirklich sagen muss, die Stunts bei The Fall Guy waren für mich handgemacht und damit schöner. Deswegen, ja. Wenn ich die Wahl hätte, welchen Film ich nochmal gucke, ich würde The Fall Guy nochmal gucken. Okay. Ich finde, also jetzt, wo wir gerade so auch über The Fall Guy sprechen, was ja auch auf einer Fernsehserie basiert, finde ich, macht Mission Impossible mehr richtig bei der Umsetzung. Weil, ja, das Ganze, wie es aufgebaut ist, schon damals mit dem ersten Teil und so weiter. Das hätte ich mir bei Fall Guy ein bisschen mehr gewünscht, dass da so ein bisschen mehr auch dieser so ein bisschen Seriencharakter vielleicht etabliert wird, dass du sagst, okay, du freust dich dann schon auf den nächsten Teil oder irgendwas, dass der vielleicht irgendwie ja einen großen Fall hat, an dem er dran ist, der dann vielleicht im ersten Film noch nicht zu Ende ist, wo er noch ein bisschen was machen muss, wo noch irgendwas offen ist oder so. Weil ansonsten kann man die schon ganz gut vergleichen. Es ist ganz gut, dass du den heute vorstellst, Mission Impossible. Da ist ja auch, sind sehr viele handgemachte Stunts und hier macht ja sogar Tom Cruise einige seiner Stunts sogar selber. Das ist ja teilweise die Versicherungsgesellschaft, die sitzen schon immer auf Knien mit so einem Kurzschwert in der Hand, um rechtzeitig Seppuku zu begehen, falls da irgendwas passiert. Genau, aber da gibt es ja auch diese Shots, die man dann auf Instagram in Reels sieht, so Vergleich zwischen Stunt und Real. Wenn man dann sieht, wie er da über diese lange Rampe fährt mit dem Motorrad, um dann in den Fallschirm überzugehen, das hat man ja schon gesehen. Ja, ich fand es sehr, sehr gelungen. Also ich habe mir jetzt auch wieder mal geguckt, der lief ja auf Sky, wo ich reingezappt habe am Anfang, habe ich dann gleich wieder bis zu Ende geguckt. Sehr, sehr unterhaltsam, finde ich. Dead Reckoning. Aber mit 7 Punkten hast du, finde ich, okay bewertet. Dafür, dass du hast ja eher so Bedenken gehabt vorher. Also dann ist eigentlich für dich ja schon eine hohe Adelung, dass du 7 Punkte gegeben hast. Ich dachte, du wirst da wesentlich mehr dran finden, aber ja, vielleicht doch mal eine Chance geben, liebe ZuhörerInnen. So wie ich. Mission Impossible Dead Reckoning 1. Guckst du den nächsten Teil? Also sagen wir es mal so, nicht im Kino wahrscheinlich, oder? Nicht im Kino, glaube ich, eher nicht im Kino. Für mich war es relativ früh klar, dass es, worum es dann im zweiten Teil gehen wird und wie und was, weil so wie du es vorher gesagt hast, wenn du es einmal dann weißt, dann fehlt so ein bisschen die Spannung. Das war halt bei mir auch jetzt in dem Fall wirklich so. Also da, ich bin jetzt quasi genau in dem Punkt, wo du bei der Folge warst. Ja, bei der Folge habe ich es auch erkannt, aber da hat es mich nicht gestört. Aber jetzt, da war es wirklich so, okay, ist ja wohl klar und wie und was und überhaupt. Und
Und ich sag dir nachher noch off-Mic noch was dazu, was ich da auch kurz gedacht habe, weil das wäre jetzt sonst vielleicht zu arg gespoilert, aber der wird ja nicht so viel später, wie das im Kino läuft, dann im Heimkino sein. Deswegen. Ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen, weil ich war bei Dead Reckoning 1 war ich ja auch im Kino, habe allerdings zu lange gewartet, sodass ich halt hier in Ludwigsburg in das Ding gehen musste, was keine bequemen Sitze und keine schöne Leinwand hat. Deswegen, ich gehe dann beim nächsten Mal in Dolby Atmos und da frage ich dich nochmal, vielleicht magst du ja mitkommen. Genau. Mal gucken, vielleicht. Ja, ansonsten, dadurch, dass du nicht ganz so sehr im Thema steckst mit der ganzen Reihe, dadurch, dass du ja etliche Teile ausgelassen hast, hier waren schon ein paar Enthüllungen drin, die schon so richtig so, waren, die dir wahrscheinlich völlig entgangen sind, also wo halt, ja, ich kann es jetzt nicht spoilern für die, die es eventuell noch sehen möchten, aber wo du wirklich gesagt hast, wow, der hängt da mit drin. Also was wirklich extrem überraschend war und was aber an sich in dem Universum Sinn gemacht hat, es waren jetzt nicht so dümmliche Enthüllungen wie bei Argyle, wo du sagst, okay, netter Drehbuchtrick, sondern hier so, denkst du, wow, aber es hat Sinn gemacht, wurde ja auch begründet. Ich sag mal so bei der Verhandlung im Zug, sag ich jetzt mal, mehr will ich da nicht spoilern, wo dann quasi die anderen Parteien mit dazukommen, die auch was haben wollen. Und das war schon ein bisschen überraschend, ein bisschen sehr, finde ich. Ansonsten schöne Orte, wo es gedreht wurde. Also echt, da kann sich James Bond doch eine Scheibe abschneiden, so ein bisschen. Naja. Also ich freue mich auf den nächsten Teil, der hoffentlich bald kommt. Und den Teil 1 haben sie ja in der Corona-Zeit gedreht, was man sieht hier in Venedig, alles menschenleer, könntest du heutzutage gar nicht mehr machen. Dann, ich glaube, Prag auch menschenleer, London hatten sie auch ein paar Szenen, das fand ich schon sehr, sehr cool. Hätte man viel mehr nutzen können für Filmdrehs, diese Zeit, wo diese ganzen Plätze, die normalerweise überfüllt sind. Gut, bin ich dann gespannt. Jetzt kommen wir mal in den Serienbereich. Da haben wir auch noch ein bisschen was für uns. Serien. So, jetzt können wir beide erstmal einen Schluck trinken, Chris. Jetzt kann die Kate mal mit Star Trek Discovery starten. Ich sag dazu, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Mehr noch nicht. Nur mal so. Von der ganzen Serie? Ja, die ersten. Nee, von der aktuellen Staffel. Von der neuen Staffel, okay. Ja. Sag grad schon. Nee. Genau, also Star Trek Discovery ist jetzt schon länger dabei. Es gibt jetzt die fünfte Staffel, hat jetzt gestartet bei Paramount Plus. Ich glaube, da kommt jede Woche, ich glaube jeden Donnerstag oder jeden Freitag eine neue Folge. Und tatsächlich ist es so, dass ich damals die Serie geguckt habe bis einschließlich Staffel 3. Und dann war irgendwie die Zeit bis Staffel 4 so lang, dass ich dann, als dann Staffel 4 kam, gar keine Lust hatte, weiterzugucken. Ich war dann gerade irgendwie raus aus dem ganzen Star Trek-Feeling und so. Und als dann jetzt bei Sky, die ja mit Paramount Plus auch irgendwie kooperieren, immer wieder Werbung kam für die neue Staffel und auch die letzte Staffel ist die finale Staffel, hatte ich irgendwie wieder Bock drauf, weil die Promo echt gut aussah. Und da musste ich überlegen, wo war ich denn überhaupt? Und dann habe ich nochmal recherchiert, bis wo ich geguckt hatte tatsächlich. Und habe dann tatsächlich auch noch Staffel 4 jetzt angeguckt. Bin also voll drin. Und die ersten paar Folgen von Staffel 5, muss ich sagen, fühlen sich schon total nach Abschied an. Also ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie viele Folgen es werden. Aber schon in den ersten zwei Folgen fühlt es sich direkt so an, ja, okay, das war von Anfang an klar, dass es die letzte Staffel ist. Das fühlt sich richtig nach Abschied nehmen, nach Tschüss sagen an und noch eine letzte Mission und wir müssen noch einmal das alle zusammen. Und dann ist es halt auch so, dass die Discovery, durch das sie ja in Staffel 3 oder Anfang Staffel 3 in Staffel 2 diesen großen Zeitsprung machen, ist die Discovery halt auch schon veraltet. Ja, auch ihre Art zu reisen mit diesem Myzelen-Netzwerk ist mittlerweile reproduzierbar, beziehungsweise einfach nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, es geht auch darauf hinaus, dass wahrscheinlich die Discovery eingestellt wird beziehungsweise verschrottet wird. Die ersten Crewmitglieder vom Hauptcast haben auch schon neue Jobs, weil sie mal was anderes machen wollten und so. Also es fühlt sich sehr, sehr nach Abschied nehmen aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es um Erik geht, wie präsent die vierte Staffel auch noch bei ihm ist, aber
Ich frage mich halt, also das Thema für die neue Staffel ist halt diese Creator zu finden, die ja auch schon mal irgendwann bei Star Trek generell Thema war, wo Picard auch dabei war, die irgendwie wiederzufinden. Ich habe es noch nicht ganz raus, was sie da anstellen wollen, verstehe ich nicht genau. Aber die sind jetzt quasi wie auf so einer Art Schnitzeljagd, um den Weg dorthin zu finden. Und ich weiß nicht, ich bin auch nicht happy mit dem Thema. Ich meine, das Thema in der vierten Staffel mit dieser Anomalie, die Welten zerstören kann, und dann müssen die diese Lebensform finden, die diese Anomalie erschaffen hat, und ihre Galaxie verlassen und sich auf unbekannte Wege und so. Das fand ich noch cool, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll mit diesen Erbauern. Ich weiß nicht, wie die heißen, die haben einen Namen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja. Das, ich werde es auf jeden Fall angucken, aber es ist sehr noch bei mir. Das, ich finde mal, ich finde Star Trek an sich ist eine, ich mag ja, dass das so eine wissenschaftlich geprägte Serie ist, die, wo das nicht so ein, eben gerade nicht so einen religiösen Überbau hat, ja, wie jetzt in manchen anderen Serien da aus dem Bereich. Ja, wobei, so wie die über die Föderation sprechen, ist das schon. Ja, aber es ist halt eine Gemeinschaft von Staaten oder von Galaxien oder von, ja, keine Ahnung, aber ich mochte auch nicht es gab auch einen Film, einen Star Trek Film, der sich hier, wo sie irgendwie den Schöpfer suchen oder irgendwas, den fand ich auch furchtbar, weil das gehört für mich irgendwie nicht zusammen, diese Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik dazu, dass es eben quasi fast schon technokratisch ist, die ganze Gesellschaft. Und es bezieht sich, es gab auch eine Folge, glaube ich, bei TNG, wo es darum ging, da irgendwie dieses Teil zu finden, was sie jetzt auch suchen. Es hat seinen Grund, warum ich nur die ersten zwei Folgen gucke. Ich habe bis jetzt überhaupt noch keinen Bock gehabt, weiterzugucken, weil mich das Thema überhaupt nicht interessiert. Ich habe alle anderen Staffeln weggesuchtet, die da immer kamen. Und jetzt habe ich mir die runtergeladen gehabt. Vor meiner Reise war das, hatte ich mir die draufgeladen. Da gab es erstmal nur die ersten zwei Folgen, glaube ich. Und dann habe ich die geschaut, dachte ich, okay. Ja, also wahrscheinlich schaue ich es aus nostalgischen Gründen, ja. Wenn das dann zu Ende ist, damit ich es dann durchgeschaut habe. Aber nee, also irgendwie das ganze Thema, vielleicht finden sie noch irgendwo eine Abbiegung, wo man dann sagt, ja, da haben sie noch irgendwie die Kurve gekriegt, aber ist alles, das ist mir zu esoterisch da und ja, irgendwas. Ja. Ja, wenn sie irgendwie eine, was weiß ich, wenn es The Borg gewesen wären, die ja auch eher was ein technisches Phänomen ist, ja, nicht jetzt irgendwo irgendwelche Schöpfer, die sie suchen, das ist Quatsch, das gehört für mich nicht ins Star Trek-Universum irgendwie. Ja. Ja, egal. Also, ich werde wahrscheinlich weiter gucken. Ja, ich auch. Aber ich bin da sehr vorsichtig. Also, wenn das jetzt noch mehr so in die Richtung geht, jetzt in der dritten Folge und vielleicht dann, irgendwann steige ich dann ganz aus, sage ich, komm, jetzt habt ihr mich verloren. Hast du auch das Gefühl, dass die voll auf Abschied gepolt sind? Naja, es wird ja jeder nochmal, eigentlich die sich verabschiedet hatten in der dritten Staffel, sind jetzt plötzlich dann doch nochmal mit am Start und so. Das wirkt schon ein bisschen so wie so eine Abschiedsrunde, aber es ist ja, machen wir uns nichts vor, es ist wie immer bei Serien, wenn die Staffel ein Erfolg wird, kommt eine weitere Staffel. Also letzten Endes, außer wenn es jetzt eine Miniserie ist, wo man von vornherein weiß, wie bei Shogun oder so, okay, da kommt auf jeden Fall nichts mehr. Obwohl selbst da überlegen sie ja jetzt wegen dem riesigen Erfolg und wegen den Top-Wertungen, die jede einzelne Folge bekommen hat von Shogun, überlegen sie ja auch, ob sie da irgendwie noch eine zweite Staffel machen, was ja möglich wäre. Also es ist nicht so, dass alle tot sind oder so, sondern es geht ja, aber die Story ist halt erstmal vorbei. Und schwierig. Naja. Apropos Shogun, reden wir lieber was Schöneres. Shogun, hat von euch jemand weitergeguckt? Ich bin ja auf dem Markt. Ich muss die erste Folge noch für Dienstag gucken. Ich verstehe es immer noch nicht, wie du davon gucken reden kannst. Wer hat jemand das Buch weitergelesen, meinst du?
Ach ja, darauf gehe ich gar nicht ein hier. Muss man wirklich alles auf Deutsch synchronisieren oder was? Ja. Ne, mir hätte auch Englisch gereicht, aber dadurch fühlt es sich viel echter an, gefühlt. Ja. Naja. Ja, nee, ist ja okay. Aber du guckst lieber deutsche Serien, dann lass mal was erzählen zu Crooks, obwohl manchmal bei den... Wollte gerade sagen, den, also ich auch Untertitel der 20er. Gescheißen. Ja, gescheißen. Ja, ja, da denk ich beim Pimpern dran. Aber das fand ich sehr lustig. Das war sehr cool. Wir reden über Crooks, der Erik und ich, falls es noch der eine oder andere nicht mitbekommen hatte. Crooks, Serie, die es auf Netflix gibt, mit den Hauptrollen Frederik Lau, der spielt den Charlie, den kennt man wahrscheinlich hier in deutschen Landen recht gut. Der begleitet uns ja schon sehr, sehr viele Jahre. Und Christoph Krutzler, der spielt den Josef Muckstein, seinen österreichischen Kumpel. Der Kumpel von Piefke. und das, ja, es gibt noch der, ein paar Nebencharaktere. Der, Bruder, aber der Halbbruder vom Roten. Vom Roten. Nee, das Halbbruder, nee, nicht der Halbbruder, oder? Na doch. Nee, der Neffe vom Roten. Nee, der Rote ist doch der Bruder vom Großen. Der Große hat ja Kinder. So, und dann? Ja, und aber den Josef. Ja, wie auch immer. Aber und der Rote ist doch der Bruder vom Großen. Wen du nicht vergessen darfst, Kida Kodor Ramadan, der den Rami spielt in Marseille. Ja, und Svenja Jung als Samira, die auch in allen Folgen dabei ist, die mich allerdings irgendwie genervt hat. Ja, same. Und der Sohn auch. Und ja, Georg Friedrich der Zwanziger, den haben wir in einigen Sneak-Produktionen gesehen. Wir hatten ja mal diverse österreichische morbide Filme gehabt. Ja, ja, ja. Nimo als Tarek, Maya Unger als Nina. Ja, aber jetzt vielleicht erstmal, worum geht's? Also Charlie ist... Worum geht's? Ist ehemaliger Panzerknacker. Kann man so sagen schon, oder? Schlüsseldienst. Ja, arbeitet jetzt als Schlüsseldienst und will eigentlich ein ruhiges Leben mit seiner Familie führen, mit Samira und eben ihrem Sohn. Also, so wie ich es verstanden habe, ist Charlie nicht der leibliche Vater. Und er kommt dann in eine Sache rein, weil irgendjemand so aus seiner Vergangenheit spürt ihn mehr oder weniger auf und sie wollen eine Münze, eine Goldmünze stehlen. Sehen wir am Anfang in einer halsbrecherischen Aktion, wie die in die Hände gekommen ist von den Leuten. Ja, genau, genau. Und das geht leider ein wenig schief, weil sie nicht die einzigen waren, die es auf die Münze abgesehen haben und es ja nicht so läuft, wie es laufen sollte oder hätte laufen sollen. Und es beginnt fortan eine Reise quer durch Europa, nach Italien, nach Frankreich, nach Marseille, wo es halt wirklich darum geht, wer kriegt die Münze, wer kidnappt wen, wo ist die Gewalt am rohsten, wer steckt mit wem unter einer Decke, wer versucht von wem was zu erbeuten und. Es ist relativ viel ineinander verwoben und verwunden und was ich gelernt habe in dieser Serie ist, man sollte sich nicht zu sehr auf einen speziellen Bösewicht oder auf einen speziellen Gegenspieler fokussieren, weil das bringt nichts. Weil so lange leben die wohl alle irgendwie nicht. Kann das sein, Erik? Ja, passiert schon so einiges da. da gehen schon einige Hops in der Serie. Also. Ich hatte auf jeden Fall sehr starke Four Blocks Vibes bei der Serie. Ging es dir auch so, oder? Ich habe Four Blocks nie ganz gesehen. What? Ich habe da nur ein paar Folgen gesehen. Okay. Eine der besten deutschen Serien. Also da ist ja Kida Kodor Ramadan, der spielt ja quasi so den Clan-Chef von so einem großen Clan in Berlin. Und Freddy Lau spielt da auch mit. Der ist am Anfang Undercover-Ermittler und ist dann ermittelt quasi in diesem Milieu da und großartig, Four Blocks. Also gibt es, glaube ich, auch mittlerweile auf Netflix oder so. Also unbedingt mal gucken, absolute Empfehlung.
Deswegen ist ja auch, glaube ich, von den Autoren und auch Produzenten von 4Blocks hier, von Wiedemann und Berg, die auch Dark und sowas produziert haben. Also die können sowieso, glaube ich, anfassen, was sie wollen. Das wird alles Gold irgendwie. Ich glaube, die haben mittlerweile einfach so einen Blanko-Vertrag mit Netflix. Ja, macht einfach hier, tragt eure Summe ein, die ihr wollt oder so. Ja, ne, aber an sich, ne, für so eine deutsche Serie fand ich es echt cool gemacht, eigentlich cool gedreht auch. Frederik Lau als durchaus Actionheld auch mal zu sehen, fand ich auch relativ spannend und mal wirklich von dem so ein bisschen eine andere Facette auch zu erleben. Deswegen, klar hat die Serie Schwächen, klar ist es manchmal so, wo du denkst, so, okay, hätte man auch wieder früher beenden können, das Ganze. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich bin noch nicht ganz Ach so, oh. Mir fehlen noch ein, zwei Folgen, glaube ich. Aber ich finde es großartig bis dahin. Ja, es ist auf jeden Fall was einen dran hält am Bildschirm, fand ich. Also, wo man auch schon messen möchte, wie es jetzt weitergeht und was als nächstes passiert. Manchmal, ja, stellen sie sich schon ein bisschen deppert an. Und ich finde das so süß teilweise, aber auch dieser Switch dann manchmal nach Österreich. Und das tut mir jetzt leid für alle Hörerinnen und Hörer aus Österreich, wenn ich das so sage, aber ich konnte teilweise die Bösewichte dann, wenn die angefangen haben, das so zu reden und so, und da bist du deppert. Und ich konnte die teilweise nicht ernst nehmen. du bist ja ein großer Gangsterboss, du bist ja ein Böser. Ich fand das auch also, da gab es so eine Bild-Tonschere dann, weil es klang irgendwie so witzig dann, weil sie haben dann auch Worte verwendet, die wir normalerweise nicht verwenden, also aus dem eigenen Sprachraum dann. Und das klang einfach so abgefahren, wenn die irgendwie von Pudern geredet haben oder irgendwas. Das klingt halt alles so fremd so für uns, und das fand ich schon sehr, also man sollte vielleicht dazu sagen, also die Münze soll eigentlich für jemand aus Wien gestohlen werden, und aus Wien wird jemand geschickt, um die abzuholen, da geht aber einiges schief und so, dass sie dann so ein bisschen unterwegs sind auch zusammen und die müssen sich bitte zusammenraufen und ja. Aber auf jeden Fall schon sehr heftig, aber ey, dann guck mal 4Blocks, das ist wirklich hammergeil, also vielleicht die ersten Folgen, das startet ein bisschen langsam rein, aber dann extrem gut und da siehst du auch einige wieder, zum Beispiel den am Anfang gab es doch zwei, die Münze gestohlen haben, ne? Ja. Und der eine davon war auch bei 4Blocks mit dabei, der war auch in diesem Familie. Also das ist wirklich 4Blocks, aber nochmal ein bisschen um diese Komponente Österreich erweitert und ein bisschen witziger, fand ich. Also hier war doch schon ein bisschen mehr Witz drin. 4Blocks ist eher so ein bisschen ernster. Okay. Ja, aber wie gesagt, also mir hat Spaß gemacht zu gucken. Kann es auch nur empfehlen, dass man da mal reinguckt. Macht man nicht so viel falsch. Nee, unbedingt. Deswegen. Also Netflix hat ja sowieso fast jeder. Jetzt gucke ich mal kurz, wo 4Blocks gerade zu sehen ist. Oh, definiert als Gangster-Serie. Ja, das macht ja Sinn. Aber man sieht ja sogar auf dem Bild von 4Blocks sitzt Freddy Lau hinten im Auto. Links vorne ist Kida Kodor Ramadan und vorne rechts ist der andere Typ da. Ja, also Netflix sind aktuell 3 Staffeln verfügbar in der Flatrate von 4Blocks. Also hindert euch nichts. Ebenso bei Sky, wow. Ja, deswegen. Also 4Blocks. Auch nochmal eine Empfehlung von mir. Hat auch, wenn ich das richtig sehe, hier eine bessere Bewertung als Crooks bekommen. Zu Recht, würde ich sagen. So, ich habe auch die Neustarts. Ich muss mal wieder ein bisschen tiefer einsteigen hier. Ich lese nochmal kurz vor, was da so Neues startet. Eventuell im Mai, 1. Mai, was haben wir da? Nee, 3. Staffel von irgendwas. Nee, 4. Staffel von irgendwas. Nee, startet irgendwas Neues. Auf Pro7 Fun startet die Serie Tokyo Vice, die 2. Staffel. Die habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich doch mal gucken. Dann hier am 3. Mai gibt es einige Neustarts. In der ZDF Mediathek startet Borders. Auf Netflix startet Postcards. Was haben wir noch? Last Man Standing auf Comedy Central. Okay. Was ist das? Dark Matter. Der Zeitenläufer auf Apple TV Plus, ein Neustart. Schon mal irgendwas gehört davon, Kate, eventuell? Du bist da mehr im Serienteam. Nee, noch nicht. Okay, Dark Matter.
der Zeitenläufer, klingt ein bisschen nach Fantasy. Auf Sky startet eine Serie The Tattooist of Auschwitz, irgendwie der Tattoo-Macher von Auschwitz. Netflix startet noch Danke, Nächster, was auch immer das sein mag. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr. Ah, hier sehe ich was für dich, Chris, am 11. Mai Doctor Who, Staffel 14. Disney Plus. Ja, voll gut. Ja. Und 13. Mai auf Magenta TV, Interview mit einem Vampir, Staffel 2. Okay. Na gut, beim nächsten Mal informiere ich mich ein bisschen mehr über die Neustarts, hoffe ich mal. Und ja, dann, ja, jetzt haben wir doch Musiktipps hier eingetragen. Die Kate, die kann da bestimmt schnell einen aus der Lameng schütten, obwohl bei ihr noch nicht drinsteht. Ich dachte, wir tragen keine ein, außerdem durfte ich doch nicht. Music. Das heißt, ich darf ja nicht. Dann fangen wir mit Chris an, da kann die Kate noch kurz überlegen. Ich brauche nicht überlegen. Ah, es ist so gemein, hey. Wir haben ganz schön gedisst hier vorher. ich habe natürlich passend zu unserem Sneakfilm das, was es sein sollte, lieber Erik, ich habe deins gesehen, The Fall Guy Theme. Und zwar, ich habe dir extra den Link drunter gesetzt, dass du auch das Richtige nimmst. Achso, das mache ich dann natürlich. Und ich packe da noch drauf die deutsche Version von Tom Astor, ein unbekannter Stuntman. Das ist so schlecht, das ist so, schlecht. Das packen wir da trotzdem drauf, ja. Oh, jetzt läuft es bei mir los hier. Warte mal, stopp. Kate, welchen der 32 Songs, neun Songs? 31. Von 31, das merke ich mir irgendwann merken. Das gibt es bestimmt noch einen Hidden Track oder so, hä? Nee, eigentlich nicht. Nee? Ist ja schon ein Doppelalbum. Taylor Swift mit I Can Do It With A Broken Heart. Lass mich raten, geht es da um Trennungsschmerz? Immer. Ah, immer. I Can Do It With A Broken Heart, da ist er. Explicit. Der ist explicit. Ja, sie sagt einmal Kacke. Oh, den gibt es auch als nicht explicit. Ich nehme die nicht explicit Version. Hey! Okay, nee, ich nehme die. Zur Playlist hinzufügen. Kinocast Songs ist drauf. So, Tom Astor kommt auch gleich drauf. Oh. Ein Unbekannter. Das muss ich machen, um den Chris zu ärgern. Und genau, dann habt ihr ein bisschen was auf die Ohren. Ja, ich mache nächste Woche mache ich drauf Mission Unmöglich von Tom Astor. Gibt's das? Hat er überhaupt keinen Text? Das Mission Impossible Theme. Naja, könnt ihr gerne alle hören auf Kinocast Songs auf Spotify, die Playlist, füllt sich immer mehr und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, sehen uns eventuell im Kino, morgen in der Sneak Preview in Stuttgart, in den Innenstadtkinos um 20.30 Uhr jeden Montag, kommt vorbei. Ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.